Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Und das ist vielleicht die früheste Uhrzeit, wo ich jemals ein Let's Play aufgenommen habe. Und zwar haben wir es gerade 7.21 Uhr. Mal gucken, ob das jetzt förderlich ist für meine Fähigkeiten in Sachen Rennspiele. Und dann nehmen wir doch jetzt einfach mal Park and Country. Sprintrennen. Und das werden wir doch glatt mal starten. Für die gute Aero-Karosserie und das kurze Getriebe. So, strecke ich mich doch nochmal eine Runde. Und dann können wir die Cutscene auch überspringen und steigen sofort ins Rennen ein. Und wieso starten wir immer so weit hinten? Das ist ja völlig korrupt. Das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal schon. Wow. Ist hier einigermaßen rumkommen. Könnt ihr Straßensperren aktivieren? Das ist ja wieder unglaublich. Jetzt ziehen wir mal hier ganz locker vorbei. Jetzt, oh! Wow, haben wir da gerade Glück gehabt. Da dachte ich eigentlich, dass wir crashen. Oh, da ist wieder ein Lamborghini, der hier versucht, uns so ein bisschen von der Straße zu kicken. Jo, diese Typen geben ganz schön Gas. Jetzt mal hier einen schönen Drift hinlegen. Naja, schön ist relativ. Ja, vielleicht war es doch keine so gute Idee, so früh aufzunehmen. Nein, also momentan schlagen wir uns ja gar nicht schlecht. Ich meine, wir müssen sowieso noch 5,5 Kilometer weit fahren. Wir müssen natürlich nur... Au, oh, wow. Nein, jetzt haben wir ein ganz, ganz dickes Problem. Nämlich, dass der Führende jetzt einen ordentlichen Vorsprung hat. Aber ich meine, es ist nicht so schlimm. Ich meine, wir müssen noch 5 Kilometer lang weit fahren. Und das ist schon eine ziemlich weite Strecke. Jetzt, alter Schwede. So. Nitro. Und ich hoffe mal, dass es dieses Mal mit diesem netten Rennen klappt. Denn man sieht hier einfach, unsere Maximalgeschwindigkeit ist wirklich schlecht. Also habe ich entweder, ich muss mal gucken, habe ich das lange Getriebe vielleicht gar nicht eingebaut? Getriebe. Doch, langes Getriebe ist an. Also daran kann es jetzt leider nicht liegen. Und unser Kollege ist hier. Jawohl, jetzt haben wir ihn auch überholt. Jetzt kommt da von rechts wieder die Polizei. 1,8 Kilometer noch. Sieht gar nicht so schlecht aus. Und wir beschleunigen immer noch. Sind jetzt bei 270. Oh ne, über... Nein. Wow, über die Sprungschanze wollte ich auch überhaupt nicht. Wenn ich eines gelernt habe, dass Sprungschanzen ziemlich ungesund für einen sind. Oh nein, und die anderen, da vorne ist das Ziel. Die sind jetzt auf der inneren Seite, aber ich glaube, ich bin... Jawoll! Haben wir es doch tatsächlich geschafft. 2.24er Zeit. Und damit haben wir dann die schöne Aero-Karosserie und das kurze Getriebe, aber ich glaube, ich werde das kurze Getriebe nicht einbauen. Ich denke mal, die Aero-Karosserie reicht. Und dann können wir uns jetzt auch schon dem letzten Rennen widmen von unserem schönen Alfa Romeo. Ja, guten Tag, Herr Polizist. Wie geht's? So, was haben wir denn da? Continental Drift, ein schönes Rundkursrennen. Wow! Da gab es nochmal ganz kurz einen Crash mit der Polizei. Aber da war ich glücklicherweise schon sozusagen im Springen in das nächste Rennen. Und ich habe mir jetzt auch schon ein paar Kommentare durchgelesen, was ihr denn so sehen wollt. Also da gab es wirklich eine ziemlich viele Meinungen in puncto, welches Rennspiel als nächstes kommen soll. Also ich muss da mal gucken, welches letztlich die meisten Stimmen bekommt und dann, oder ja, welche Spiele generell so die meisten Stimmen erhalten. Und dann werde ich mich mal ein wenig intensiver auch mit Wertungen von den Spielen beschäftigen. Und dann schauen wir mal, welches da letztlich gewinnt. Dass man es letztlich... nein! Ah, das gibt's doch nicht. Dass man es letztlich niemandem recht machen kann, das sollte... Das ist mir klar und das ist wahrscheinlich euch auch klar. Also da wird es auf jeden Fall jemand geben, der dann nicht ganz zufrieden ist mit meiner Wahl, weil er eben lieber Spiel XYZ gesehen hätte. Oder den DLC eben. Aber dann lasst euch einfach mal überraschen. Es wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen dann eine Entscheidung geben. Und eine Entscheidung wird es auch in diesem Rennen geben.
hoffentlich zu unseren Gunsten. Oh, ich fahre hier immer bei dieser Kurve. Das hatten wir, das letzte Mal sind wir von dieser Seite ausgekommen. Da nehme ich die Kurve immer viel zu spitz. Okay, und das war jetzt nicht so schlau, da durch die Tankstelle zu fahren, denn wir hatten ja schon volles Nitro. So, kommen wir jetzt hier noch vorbei. So, Kollege. So, hier wieder durch. Können wir wieder den Nitro zünden. So, das war kein Takedown. Wir haben den doch wirklich frontal gecrashed. Aber nun gut. Das Rennen ist ziemlich cool, weil man bekommt eigentlich fast immer wieder eine Runde Nitro dazu. Weil hier so viele Tankstellen rumstehen. So, und jetzt mal ein bisschen aufpassen. Vielleicht drifte ich hier einfach mal gar nicht, sondern lenke einfach nur. Ja, war auf jeden Fall schon ein Ticken besser. Aber auch nur ein Ticken. So, hier wieder durch. Und dann geht's wieder ab. Sind auch schon in Runde 3 von 3. Das habe ich scheinbar völlig verschlafen. Ja, das habe ich auch gerade völlig verschlafen. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob diese ganzen Fails hier gerade daran liegen, dass ich noch ein wenig müde bin. Aber ich muss das einfach heute Morgen aufnehmen, denn heute Nachmittag habe ich leider keine Zeit. Und ihr wollt ja... Oh, nein, 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 nein. Ach, das gibt's doch nicht. Ihr wollt doch eure Dosis Need for Speed haben. So, ich meine, wir sind ja immer noch Erster. Das ist ja wirklich nicht schlecht. Und da vorne ist auch das Ziel. Und wir haben es hier geschafft. Unglaublich. Ja, was ist denn auf einmal hier los? Und zwar ist mir mein Need for Speed abgestürzt. Aber soweit ich das gesehen habe, ist die Aufnahme erhalten geblieben. Und ich weiß jetzt nicht, wo das Ganze alles abgebrochen ist. Auf jeden Fall werden wir jetzt uns den Chevrolet Camaro schnappen. Denn den haben wir noch nicht in unserem Besitz. Und ich habe im Internet nachgeguckt, wo wir den denn letztlich finden. Und da werden wir jetzt mal hinfahren. Obwohl, ich glaube, ich wechsle mal. Obwohl, nee, wir fahren einfach mit dem Wagen hier hin. Das sind auch letztlich nur 4 Kilometer. Die sollten wir ja, egal mit welchem Auto, relativ fix hinter uns bringen. Und ich habe jetzt hier, glaube ich, schon wieder zweimal kurz hintereinander relativ gesagt. Also, wow, snap. Also relativ, definitiv. Was sage ich denn noch relativ oft? Oh, relativ. Ah, nee, herrlich. So, 3,4. Das müssen wir doch jetzt mal schnell hinbekommen. Mit unserem vollgetunten Alfa Romeo. Und heute ist mir bei meinem Smart auch die Batterie gestorben. Das war sehr schön. Ich wollte eigentlich los. Und dann, ja, ging das nicht. Und das war sehr, sehr nervig. Es ist jetzt übrigens auch nicht mehr 7.20 Uhr, sondern 11.49 Uhr. War kurz eine Runde frühstücken und das tat sehr, sehr gut. Wow, snap. So, 1,5. Haben wir es auch gleich geschafft. Und hoffentlich befindet sich da auch der Camaro. Nicht, dass die mich angelogen haben im Internet, das gibt's ja gar nicht. Im Internet ist immer prinzipiell alles wahr, was da steht. Es gab doch mal dieses schöne... Wow, schon wieder ein Crash. Dieses schöne Bild, wo stand... Wenn im Internet steht, dass es Wissenschaftler gesagt haben, dann glauben das. Oder Wissenschaftler sagen oder haben herausgefunden, dass wenn etwas im Internet steht und dort steht dazu Wissenschaftler, dann glauben das die Leute. Ist ja auch völlig Banane. Ich brauche jetzt hier irgendein Thema für die letzten 0,4 Kilometer. Das ist auch wieder ein schön chaotischer Part hier. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier geradeaus fahren und da vorne rechts müsste er sich letztlich befinden. Komm schon. Jawohl, und da ist er doch auch. Und dann wechseln wir mal schnell. Jawohl. Und da haben wir jetzt wieder schön viele Autos mit dem Camaro. Den habt ihr euch ja auch gewünscht. Und dann werden wir das erste doch gleich mal starten. Schönes Sprintrennen. Mal gucken, was der Camaro so kann. Ist das... Der Camaro war doch auch der Wagen von Transformers, oder? Bumblebee? Liege ich da jetzt komplett falsch, oder... Ich weiß es auch nicht. Würde zumindest zu dem Gelb hier auch passen. Das kann doch eigentlich kein Zufall sein. Aber nun gut. Ihr werdet mich da sicherlich verbessern oder mir recht geben. Eins von beiden. Mehr Optionen habt ihr ja auch nicht.
Nichtsdestotrotz, 4,9 Kilometer. Und der hat auf jeden Fall, der ist ziemlich träge, würde ich mal so spontan sagen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ist das jetzt hier wieder ein Muscle Car? Ich hatte schon einmal, oh nein, ein Auto als Muscle Car bezeichnet, wurde dann aber postwendend berichtigt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Person das dann letztlich genannt hat. Aber, na gut. Oh, das ist wieder die schöne Kurve. Jetzt geht's hier, ah, die muss ich viel zu spitz nehmen. Da geht's aber hier ganz weit nach rechts. Jetzt sind wir auf Position 4. Ah, und in dem ersten Rennen vermisse ich die Nitro-Brenner immer so sehr. Weil jetzt braucht das immer Jahre, bis man wieder ein bisschen auf Geschwindigkeit kommt. Während die anderen sich dann immer schön absetzen können. Vor allen Dingen sind es auch nur noch 2,7 Kilometer. Okay, den haben wir relativ leicht kassiert. Ja, jetzt geht es doch ein bisschen ziemlich einfach. Ein Schubser-Takedown nochmal. Und hier sieht man schon, also im Vergleich zum Alfa Romeo, ich lenke hier wirklich komplett ein, aber da muss man jetzt letztlich driften. Und selbst da wird man schon sehr, sehr weit nach außen getrieben. So, die letzten 1, jetzt nicht da noch reinfahren. Das sieht doch nach einem Sieg aus. Mit ziemlich viel Vorsprung. Der ist echt behäbig, der Wagen. Komplette andere Kategorie. Und da ist doch der Sieg. Und ich glaube, wir hatten auch ziemlich viel Vorsprung. Also, es waren schon so der eine oder andere Meter. Geländereifen nehmen wir. Nitrobrenner auch. Und dann werde ich mal für heute den Part beenden und das Ganze mal dann letztlich zusammenschneiden. Das wird wieder ein Spaß. So, ja, mehr gibt es dann eigentlich für heute auch nicht zu sagen. Es wäre immer noch nett, wenn ihr mir Vorschläge schreibt, welches Spiel ich denn letztlich spielen soll. Und ja, dann werde ich mich in nächster Zeit entscheiden und dann werde ich euch natürlich sofort informieren, für welches Spiel ich mich dann letztlich entschieden habe. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal.